Ein Orthopädie-Technikunternehmen aus Dresden. Da entstehen Prothesen, die ihren Trägern nicht nur zu neuer Mobilität verhelfen, sondern auch unglaublich lebensecht aussehen. Die Perfektion ist verblüffend. Das hier ist tatsächlich kein echter Arm, sondern eine Prothese. Hautfarbe, Falten, Adern, Haare, jedes Detail des Patienten ist wichtig für die Hersteller Alex Stamos und Christoph Braun. Ich bin derjenige, der zuständig ist für die kosmetischen Sachen, also das Kreative, um eine Prothese wirklich schön aussehen zu lassen, sehr natürlich aussehen zu lassen. Und der Christoph macht den Gegenpart. Genau, ich kümmere mich darum, dass die Prothesen unter der schönen Kosmetik auch funktionieren. Das heißt, ich stelle die Prothesenschäfte her, schraube das Kniegelenk drunter, den Prothesenfuß und gucke dann, dass alles richtig zusammen funktioniert. Die beiden sind mit ihren besonders individuellen Prothesen weltweit führend und entwickeln sie ständig weiter. Das Neue ist, dass wir Silikone mittlerweile mit dem 3D-Drucker verarbeiten können und dass dadurch die Prothesen deutlich leichter werden. Das ist natürlich für den Patienten ein Riesenvorteil und da arbeiten wir zusammen mit der Technischen Universität Dresden. Das Beispiel zeigt, es ist eine besonders innovative Branche, die sich diese Woche bei der wichtigsten Orthopädie-Fachmesse der Welt in Leipzig präsentiert. Allein in Mitteldeutschland gibt es mehr als 200 Betriebe mit hohem Ausbildungsstandard, vom Sanitätshaus bis zum mittelständischen Unternehmen. Wir haben in den letzten 10 Jahren gerade in den östlichen Bundesländern und auch gerade hier in der mitteldeutschen Region eine tolle Entwicklung genommen, weil die Handwerksberufe des Orthopädietechnikers sind halt auch interessant für junge Menschen. Die Mitarbeiterzahl ist in den neuen Bundesländern, hat die sich verdreifacht. Stamos und Braun zum Beispiel haben vor 2,5 Jahren zu zweit angefangen. Inzwischen beschäftigen sie 14 Mitarbeiter und haben sogar Patienten aus dem Ausland.